Hallo, herzlich willkommen, moin moin, liebe Zuschauer. Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Einmal hier in der schnellen Spielgeschwindigkeit, denn es ist gerade Nacht und ihr seht, seht ihr nichts. Mal ein bisschen Licht machen. Wir haben uns hier jetzt, okay. Und der Anhänger hat einen Grafikfehler. Wenn man voll tankt, kommt hier oben irgendwie eine Plane raus. Na, den Anhänger habe ich nicht programmiert. Was ist denn jetzt passiert? Nix, okay. Aber gut, ich glaube, gibt es noch keinen anderen Anhänger. Trailer für Öl. So, dass wir uns damit erstmal vorlieb halten müssen. So, und bis es gleich wieder hell wird, Tag wird, die Produktionsstätten öffnen. Lassen wir mal die Spielgeschwindigkeit auf super schnell. So, lieber ein bisschen bremsen vor der Kurve. So. Noch ist geschlossen. Geschlossene Gesellschaft. Aber wir wollen mal hier eine Ladung Öl loswerden. Also. Ihr dürft die Pforten öffnen. Ich weiß gar nicht, fangen wir um 6 an oder fangen wir um 7 an? Oder um 8? Nee, um 6. Das ist zeitig. Dann können wir eigentlich ab jetzt die Spielgeschwindigkeit wieder auf mal 5 stellen. Kommen wir ein bisschen voran, aber auch nicht zu schnell. So, Tore sind offen. Da müssen wir gucken. Hier können wir Raps verkaufen. Wen meine ich, können wir da hinten verkaufen. Ne? Rohöl ist hier, glaube ich, Annahme. Ja, hier kann man es auskippen. Wir haben ja schon gut Treibstoff auf Lager und Motoröl auf Lager. Ist recht lukrativ, glaube ich, wenn wir jetzt Motoröl 36.000 verkaufen. Das ist jetzt schon mal ein ganz schöner Schwung. Hier bräuchte man aber nochmal wieder ein. Oder ne, Motoröl können wir ja mit dem eigentlich einfüllen. Ne? Das machen wir nochmal. Ich fahre mal einmal im Kreis. Guck mal, ob wir es verkaufen können. So. Ach ne, Motoröl gibt es doch hier, ne? Jo. Da kann man uns erstmal gut und gerne fast 40.000 Motoröl einladen. Und die können wir verkaufen beim Fahrzeughändler. Ja, das Befüllen dauert ein bisschen. Ein bisschen Geduld muss man haben. So, es wird die ganze Zeit ein bisschen Geld abgezogen, auch wenn man selber produziert, sozusagen muss man hier nochmal so eine kleine Ablöse zahlen. So, 25.000 im Tank. Ja, jetzt wird auch Diesel produziert. Den sollte man bei der Tankstelle verkaufen können. Das dauert aber. So, 37.000 haben wir, reicht das. Ich warte jetzt nicht noch ab, bis die letzten voll sind. Das wir wollen ja mal ein bisschen testen jetzt hier, bevor die Map veröffentlicht wird. So, jetzt überlege ich, ja doch. Ich hätte natürlich auch gerade rüberfahren können, aber das ist dann wieder ein bisschen unrealistisch. Also fahren wir den Umweg. Hier fahren wir jetzt nicht mehr den Umweg. Was machen wir eigentlich mit diesem Holzschnitzel-Krams? Ich glaube, das verkaufe ich wieder.
hat. Einer steht hier ja noch drum rum. Ich hatte ja mal überlegt, diese Felder zusammenzulegen. Aber bin dann irgendwie wieder abgekommen von der Idee. Weil es echt aktig ist, diese Baumstämme da eben in diesen Häcksler reinzukriegen. So, Motoröl wollen wir verkaufen. Damit die neuen Fahrzeuge auch immer gut ausreichend Öl haben, können wir jetzt hier beim... Sollten wir zumindest einmal hier... Ups, Motoröl verkaufen können. Vorausgesetzt, wir können hier richtig reinfahren. So, auskippen, cool. Dann müssen wir auch ein bisschen aufs Geld achten, 582.000. Das hat nur 4.000 gebracht. Das darf ja nicht mehr kosten, sozusagen zu produzieren, als es einzukaufen. Ne? Das wäre blöd. So, ich würde sagen, den lassen wir erstmal hier stehen. Öl haben wir getestet. Funktioniert. Motoröl zu produzieren und zu verkaufen. Das ist schon mal ein Wirtschaftszweig mehr. Der neue ist hier. Na, ja genau, Mais. Mais ist voll. Mit dem Mais müssen wir zur Futterfabrik. Das haben wir, glaube ich, vor, weiß nicht, drei Folgen in Angriff. Ne, vor zwei Folgen in Angriff genommen. Letzte Folge angefangen, Wasser hinzubringen. Sieht ja echt, wenn man so hier längs fährt, merkt man erstmal teilweise, dass die Kurven echt ein bisschen heavy teilweise sind. Und mittlerweile haben wir hier auch auf der Map echt Platzprobleme. Also ich weiß nicht, wo ich jetzt noch, wenn irgendwie neue Gebäude oder irgendwas wieder einfällt, was man noch machen kann, hier noch mit unterbringen soll. Ich glaube, da muss man irgendwann nochmal überlegen, ob es nicht noch eine Vierfach-Map-Version geben wird. Von der Nordfriesischen Marsch. Ich weiß es nicht. Das wird, so viel Zeit habe ich, glaube ich, erstmal nicht. Vielleicht im Herbst. Mal sehen. Erstmal. Ich weiß gar nicht, warum fahre ich hier längs. Wenn ihr euch hier die Brennerei mal anschaut. Genau. So. Ups. Neue Fahrsilos haben wir hier. Die sind jetzt nicht mehr so laderuckler-lastig. Also wir können auch mal wieder diese Silos irgendwann voll machen. Schön. Wenn wir dann alle Felder sehen, werden wir hier ein paar Maisfelder sehen. Dann haben wir irgendwie 24 Felder. 24? Ich vergesse, wie viele Felder wir auf der Karte haben. 21 Felder, die wir bestellen können. Was weiß ich. 4 Raps, 4 Weizen, 4 Gerste. Weil ich auch ein bisschen Körnermais machen möchte, vielleicht ein paar Maisfelder mehr. Und Zuckerrüben brauchen wir auch. Zuckerrüben braucht man ja mittlerweile für Brotbacken und für Süßwaren, Backwaren. Und man kann es auch bei Nordzucker verkaufen. Also man hat auf jeden Fall genug. Ja, und Erdfrüchte sind es natürlich auch, die wir auch für die Mastanlagen brauchen. Also zumindest Rüben wollen wir auf jeden Fall auch ein paar Felder haben. Kartoffeln weiß ich nicht. Ich werde das danach nochmal machen. Ups. Vielleicht hätte ich einfach geradeaus weiterfahren sollen. Hinterher ist man ja meistens klüger. Nicht immer, aber manchmal. So, Futterfabrik. Mischfutterfabrik. Wasser ist da. Jetzt kriegst du nochmal eine Ladung Weizen. Hier Mais. Ja, voll ist es dadurch noch nicht. Wir sehen, wir haben hier irgendwie 100.000 Kapazität. Kann also nochmal zwischenfahren oder man kann selber 100.000 produzieren und dahin kippen. Bisschen gefüllt ist das Silo jetzt. Noch wird aber kein Mischfutter produziert, weil der wichtigste Bestandteil, die Kleie, fehlt. Die brauchen wir definitiv. Oh, den lassen wir mal hier stehen. Hier parken keine Autos.
Den steigen wir mal aus und rennen mal darüber. Müssen wir nicht wieder 27 Fahrzeuge durchklicken. Denn hier haben wir noch mal ein bisschen Wasser. Wieso will er jetzt nicht? Muss doch gehen. Da haben wir doch schon was hingekippt. Kann nicht sein, dass es auf einmal nicht mehr geht. Kann jetzt uns wieder an der Seite liegen. Nö, kippt nicht aus. Ich will jetzt nicht. Ich will kein Wasser mehr haben. Automatisch, ich guck, achte gar nicht darauf, der ist ja schon lange leer. Also irgendwie geht das Abfüllen so schnell. Wir haben jetzt hier immerhin 35.700, 36% Wasser gefüllt. Immerhin. Ja. Aber was wir sagten, wir brauchen jetzt mal unsere Kleie. Den lassen wir einfach hier stehen. Wir lassen jetzt erstmal alle Fahrzeuge hier stehen. Wo haben wir denn unseren Edeka-LKW? Schleichwerbung. So. 2600 immerhin. Und 10.000 Mehl liegen hier schon. Aber wir bringen das erstmal rüber. Ja, Hühner, vielleicht, ich weiß nicht, was mit den Hühnern ist. Vielleicht muss man die auch erst anfüttern. Vielleicht müssen das mastreife Hühner sein, damit man welche sieht. Keine Ahnung. Oder es funktioniert vielleicht einfach noch nicht. So, jetzt können wir aus Kleie und Maiskörnern Mischfutter her- und Wasser natürlich brauchen wir auch Mischfutter herstellen. So, auskippen. Einfach hier abladen. Hat natürlich noch nicht so viel geschafft. 3% gefüllt. Vielleicht müssen wir noch mal uns über noch eine Mehlfabrik oder so auf der Karte unterhalten. Nicht nur die Windmühlen, die ein bisschen produzieren, sondern auch eben noch eine Fabrik, die ein bisschen mehr Gas geben kann. Ja, ich weiß gar nicht. Eigentlich müssten wir die Tiere noch mal ein bisschen mehr versorgen. Obwohl, die sind jetzt zu 10% produktiv. Also irgendwann müsste da ja theoretisch schlachtreifes Zeugs entstehen. Brauchen auf jeden Fall mehr Bran. Bran heißt es hier Kleie. Also wie gesagt, Weizenmehlabfall oder Gerstenmehlabfall, wie auch immer. Da ist auf jeden Fall aktuell nichts zu holen. Die Mühlen arbeiten aber, zumindest die andere hat ja nichts. Stehen lassen können. Ich würde eigentlich sagen, ich bereite noch mal was vor. Wo sind denn eigentlich die ganzen kleinen Traktoren hin? Ja, ich klicke einfach alle Fahrzeuge noch mal durch. Ach, da ist der. Ja, ich weiß nicht, Obst. Ach, aktuell. Na, die sind ja alle voll, die Bäume, ne? Aber ich finde, geldmäßig hat einem das ja auch nie hier vom Hocker gerissen, so dass ich aktuell sagen, nö, ich will jetzt gerade kein Obst ernten. Ich möchte eher bei dem Traktor mal wieder den Düngerstreuer anhängen und schnell mal die beiden Felder hier düngen. Solange ich jetzt keine neuen Gebäude wieder einbaue oder so, muss ich auch nicht unbedingt wieder eine neue Karte starten. Also irgendwann muss ich dann mal längere Map-Baupause machen.
So, hier sollte man eigentlich auch Diesel hinbringen können. Oder Folie, ich weiß gar nicht. Eins von beiden Treibstoff. Kann man tanken. Also hier kann man auch dann, ich weiß gar nicht, Diesel, ne, ich glaube Treibstoff holen bei der Raffinerie und hier hinlagern. Das müssen wir auch nochmal irgendwann testen. Feldbegrenzung an. Komisch, ich weiß es nicht, woran es liegt. So, du musst dich eigentlich hier befüllen. Dann sieht man aber, bei dem einen geht es automatisch, bei dem anderen muss man das selber machen. Aber gut. Können ja mal Eier sammeln, ne? Ich glaube, die waren ja übermäßig, oder? Ich glaube, das machen wir gleich in der nächsten Folge. Ich würde mich dann für diese Folge verabschieden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch etwas gefallen. Und ja, ihr schaltet morgen wieder rein. Also, schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss.